Hallo, liebe Freunde. Genügend Termine. Seit Jahren stelle ich immer und immer wieder fest, dass Menschen nicht nur zu wenig Termine haben, zum Beispiel für die kommende Woche, sondern oft auch nicht dort, wo wirklich das Potenzial schlummert. Zu was führt das? Es führt einfach dazu, dass man nicht das verkauft, was man verkaufen müsste. Und unglaublich viele Geschäfte werden nicht gemacht, weil zu wenig Termine vorhanden sind. Auf der anderen Seite, die Kunden, immer mehr potenzielle Kunden nerven sich ab irgendwelchen Menschen, die sie anrufen. Und das beginnt nur schon, wie man das Gespräch beginnt. Ja, das heißt, der potenzielle Kunde merkt, oh, das ist wieder so einer, hört gar nicht mehr richtig zu und geht gleich auf Abwehrhaltung. Und darum ist es elementar, dass man beginnt, anders zu telefonieren als die Masse. Anders. Und da hat die Verkaufskybernetik 8 Wege. 8 Wege, wie man einfach und leicht zum Termin kommt. Und ich möchte dich einladen, in die Schweiz zu kommen, an mein 2-Tages-Seminar. Weil in diesen 2 Tagen, egal wie gut du schon bist beim Termine abmachen, du lernst, wie es viel einfacher geht. Viel einfacher. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du es lieber machst. Das bedeutet, dass du mehr telefonierst. Das bedeutet, dass du viel die besseren Quoten kriegst. Und das bedeutet schlussendlich, dass du einfach viel mehr Potenziale hast für einen Abschluss. Weil wenn man schlussendlich beim Kunde ist, hat man die Chance zu verkaufen. Wenn ich aber nicht dorthin komme oder nicht dorthin komme, wo ich gern sein würde, dann habe ich auch keine Chance. Und darum kann ich dir nicht genügend ans Herz legen, dass du in dich selber investierst. Zeit, 2 Tage, erstens. Geld, entweder 1.090 Euro oder 1.190 Schweizer Franken. Vielleicht denkst du, oh, das ist viel Geld. Aber überleg doch, in der Regel braucht es ein paar wenige Termine zusätzlich und das Geld ist schon wieder drin. Und dann wirst du Monat für Monat, Jahr für Jahr, das investierte Geld immer und immer und immer wieder amortisieren können. Und jetzt meine Frage an dich. Ist es falsch, wenn du in dich selber investierst? Ist es falsch, wenn du ein bisschen Zeit investierst? Ist es falsch, wenn du dadurch jeden Tag ein bisschen über dich hinauswachsen kannst? In dem Sinn, viel Spaß beim Lernen, viel Spaß beim über dich hinauswachsen, dein Umberto Sachser.